Wir sind jetzt hier am Krefelder Hauptbahnhof auf der Rückreise nach Düsseldorf. Ich habe hier gerade den Simon ein Interview. Der hat heute sein Comeback bei Ewig Knülle gegeben. Also erste Halbzeit 12-4 für Ewig Knülle. Also da hat man ja schon gedacht, jetzt geht's aber richtig ab. Geht die Luzi aber richtig ab. Und dann Endergebnis 23-21. Was war denn da los mit euch? Ja, also ich sag mal so, die erste Halbzeit haben wir sehr konstant gespielt, mit viel Druck nach vorne, ja. Hüten gemacht. Gutes Polster vorgelegt, zweite Halbzeit, ja, den Gang zurückgeschaltet, weil man sich zu sicher war mit vielen Toren Vorsprung. Und die gegnerische Mannschaft muss man Respekt zollen, die haben nochmal gut reingehauen, und aber trotzdem ein glücklicher Sieg für uns, und das motiviert uns für die kommenden Spiele in der nächsten Woche. Ja, das hört sich ja gut an, und du hast, glaube ich, heute auch einen abbekommen oder so, war das irgendwie ein Absichtsfoul oder bist du da irgendwie gestolpert? Ich bin selber umgeknickt ja, und da hat es ein bisschen gehapert, nicht mehr auftreten. Ja. Aber die Mannschaft kann man nicht im Stich lassen, sonst hätte das wahrscheinlich. Eine Zeit lang haben die ja dann, glaube ich, auch irgendwie 10 Minuten in Unterzahl gespielt oder so. Ja, aber das war eine schwierige Zeit, da kamen auch die wichtigsten Tore für die gegnerische Mannschaft. Und so kann man sich schon glücklich schätzen, dass die Mannschaft aber den Kampfwillen gehabt haben, zu gewinnen. Ja, dann kann man ja eigentlich positiv in die nächsten Spiele dann gehen, würde ich sagen. Das also gutes Spiel heute. Hervorragend, also top an jedem Spieler. Vino heute, klasse Torhüter, hat viele Dinge rausgeputzt. Jeder durfte mal Tor schießen, leider unser Spielführer nicht, aber dafür mache ich ja die besten Videos. Genau, dafür filmt er mich gerade einen dicken Pluspunkt hier. Alles klar, komm, wir gehen fressen. Alles klar.